So machst du richtig leckere Rippchen. Alles erklärt in einer Minute. Let's go! Als erstes entfernst du die Sellbaut vom Fleisch, denn die verhindert, dass die Gewürze richtig durchdringen und schmeckt ohnehin nicht. Dann würzt ihr das Ganze schon mit einem Rub eurer Wahl. Mein Geheimtipp ist ein Rub mit Zucker, das gibt eine schöne Kruste. Von allen Seiten einreiben und dann in diese IKEA-Grillform geben und dann Apfelsaft dazu kippen. Das sorgt dafür, dass die Rippchen richtig, richtig zart und saftig bleiben. Um diesen Effekt zu verstärken, gerne auch die Grillform mit Alufolie abdecken. Dann in den Gasgrill, 2 Stunden bei 150 Grad und in der Zwischenzeit Barbecue-Soße mit Honig mischen. Ein weiterer Geheimtipp für eine schöne, leckere Kruste. Nachdem wir 2 Stunden geduldig gewartet haben, können wir die Rippchen rausholen und zum Finale übergehen. Finale heißt, alles mit unserer Barbecue-Honigsoße einpinseln für eine noch bessere, leckere Kruste. Dann hier in den IKEA-Deckelhalter und nochmal bei 250 Grad indirekt im Gas grillen. Nach 20 Minuten sehen die Rippchen so aus. Einfach brutal. Guten Appetit.